Wir waren zu Höchstzeiten bis zu 500 Leute. Das kann sich wohl sehen lassen in diesem Welt. Leistet Widerstand gegen den Faschismus hier im Land. Auf die Barrikaden, auf die Barrikaden. Leistet Widerstand gegen den Faschismus hier im Land. Auf die Barrikaden, auf die Barrikaden. Der nächste Redebeitrag ist von einer noch sehr, sehr jungen Gruppe. Die heißt Giebenbeck Solidarisch und für Giebenbeck Solidarisch sprechen Adrian, Anne und Willi. Vielen Dank. Hallo liebe Nachbarn, wir sind Adrian, Willi und Anne von Giebenbeck Solidarisch und wir freuen uns sehr, euch alle hier zusammen mit der VVMBDA begrüßen zu dürfen. Wie bereits gesagt, sind wir eine junge Stadtteilbasisbewegung hier aus Giebenbeck und als solche ist es für uns sehr wichtig, den Widerstand gegen die immer weiter erstarkende Rechte und menschenverachtende Politik in diesem Land mitzutragen. Umso mehr sehen wir uns auch gezwungen, die Diskursverschiebung um die seit Wochen anhaltenden Proteste zu kommentieren. Oft wird so getan, als wäre es das einzige Ziel, das lange überfällige AfD-Verbot endlich durchzusetzen. Auch wenn es ein Ziel ist, die Faschisten aus dem Bundestag zu schmeißen, ist es keinesfalls das einzige Ziel, noch wird es den Rechtsruck an sich aufhalten. Nur, in Anführungszeichen, antifaschistisch zu sein, ist längst nicht mehr genug. Jede rechte Politik ist ein Wegbereich da für rechtsextreme Gruppen und dem muss sich entschieden entgegengestellt werden. Dabei ist es auch egal, ob Deportationen als solche bezeichnet werden oder als Abschiebungen, Remigration und Rückführungen. Das tödliche Grenzregime der Festung Europa dahinter bleibt gleich, egal ob es von der AfD, der Ampel oder der CDU kommt. Weiterhin ist es auch egal, ob es um die Steigbügelhalter der CDU geht, die in Hinterzimmern fleißig daran arbeiten, Koalitionen mit Faschisten vorzubereiten, oder um die Ampelparteien, die sich gegenseitig dabei überbieten, uns als Bevölkerung das Leben so schwer wie möglich zu machen. Der Rechtsruck wird von allen Parteien getragen, auf sie ist hier leider kein Verlass. Umso wichtiger ist es, dass wir den 16.02. die Demo gegen den AfD-Neujahrsempfang und die zweifelsfrei anhaltenden Proteste überall im Land nicht zu heuchlerischen Wahlkampfveranstaltungen verkommen lassen. Nun wäre es natürlich verständlich, sich entmutigen zu lassen. Es wäre leicht mit den Worten, wenn die Politik das nicht schafft, wie soll ich das dann schaffen, aufzugeben. Aber die Antwort ist fast schon zu einfach. Schaut euch die inzwischen Millionen Menschen an, die in den letzten Wochen gegen den Rechtsruck auf die Straße gegangen sind. Schaut euch hier um und seht euch die zahlreichen Menschen an, die jetzt hier dabei sind. Die Antwort auf den von der Politik geduldeten und oft mit vorangetriebenen Rechtsruck ist es nicht, eben dieser Politik die Zügel komplett zu überlassen, sondern als breit aufgestellte Massenbewegung den Finger bei Kundgebungen wie dieser immer wieder in die Wunde zu legen und sich in Basisbewegungen wie unseren zu organisieren, um soziale und materielle Strukturen zu schaffen, die immun gegen die momentane Faschisierung sind. Der Faschismus der AfD und die immer radikaler werdenden Hassrednerinnen von Bild bis Merz hetzen gegen uns. Sie hetzen gegen Menschen, die in vielfältiger Form von Armut betroffen sind. Gegen Menschen ohne Einkommen, weil sie unbezahlt für Kinder und Kranke sorgen. Gegen Menschen in schlecht bezahlter Arbeit, die in Minijobs und für Mindestlohn malochen. Deren Lohn bei diesen Preisen nicht reicht, für Miete, Supermarkt und nicht für den Urlaub. Die mit Bürgerhartz beim Amt aufstocken müssen. Sie hetzen gegen Menschen,
die alltäglich in den Behörden wie das Jobcenter, Sozialamt und Ausländeramt kämpfen müssen. Sie hetzen gegen die Armen und nicht gegen die Armut. Wir lassen uns nicht gegeneinander ausspielen, wir organisieren uns. Wir organisieren uns in den Stadtteilen gegen diese Politik. Wir kämpfen für eine Gesellschaft ohne Armut und Rassismus. Wir kämpfen für eine solidarische Gesellschaft, in der wir alle leben können. Dazu möchten wir euch alle einladen. Hallo, mein Name ist Anne Vollmann. Ich freue mich so, dass so viele gekommen sind. Einige kenne ich ja auch. Ich möchte auch kurz und knapp was sagen. Lauter. Es ist höchste Zeit, dass wir unsere Wünsche und Bedürfnisse darüber, wie wir zusammenleben wollen, öffentlich formulieren und für ihre Verwirklichung streiten und kämpfen. Wir leben im dritten Jahrtausend und es ist viel mehr möglich, als uns die Regierenden weismachen wollen. Wir sollten uns nicht entmutigen lassen. Wir müssen unsere derzeitigen gesellschaftlichen Strukturen überwinden. Wenn wir in einem menschlichen, kulturell vielfältigen und gesunden Land und Welt leben wollen. Und das wollen wir. Danke für Ihr offenes Ohr. Zusammen für ein solidarisches Givenbeck, ein solidarisches Münster und eine solidarische Welt. Vielen Dank. Vielen Dank an Givenbeck Solidarisch, da ja gerade auch Zwischenrufe von vorne kamen. Wir haben uns bewusst dazu entschieden, dass wir diese Demonstration heute ohne Parteien durchführen werden. Wir wollen nicht, dass die Bewegung gegen rechts, wie sie gerade auf der Straße ist, von Parteien instrumentalisiert wird, für Wahlkampf oder was auch immer. Uns ist egal, in welcher Partei ihr seid oder ob ihr in keiner Partei seid, wenn ihr gegen rechts auf die Straße geht mit uns, dann kommt mit uns gegen rechts auf die Straße. Und genau. Vielen Dank an Givenbeck Solidarisch.